So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge American Truck Simulator. Heute mal wieder eine mit tatsächlich richtigen Content, also mit Fahren und keine News. Genau, weiter. So, wir wollen heute mal die neue Teststrecke unsicher machen. Ich glaube, wir haben uns schon richtig positioniert. Wir müssen nur noch den Wegepunkt setzen. Ich hoffe, ich weiß, wo das Ding ist. Ich habe mir das Bild, was da beim Block angezeigt wurde, ganz gut eingeprägt. Also beim SCS-Software-Block. Die haben so einen Block, wo die Neuerungen anbringen. Doch, hier ist so. Ah, ja, die Abschnitte haben sie erneuert, deswegen ist der auch nicht mehr als gelb markiert. Weil eben die waren wir bereits. Dadurch, dass hier aber neu gebaut wurde, ist der Bereich wieder als unerkundet markiert. Weil wir den neuen Bereich noch nicht gesehen haben, sondern nur den alten Bereich, der da mal war. Deswegen wirst du doch nie hier oben 100% erreichen. Weil nach jedem Update gibt es wieder irgendwelche Sachen, die nicht erkundet sind. Oder sowas wie hier, das Ding. Ich weiß nicht, ob solche kleinen Dinger hier mit reinzählen, aber du müsstest alle Raststätten, alle Punkte, alles abfahren, um auf 100% zu kommen. Das heißt, hier auch die Strecke hier hinten müsstest du abfahren. Also nicht einfach reinfahren und wieder rausfahren. Nee, du musst auch hier hinten einmal lang fahren. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob solche Sachen mit dazugehören, aber ich schätze mal schon. I don't know. Gut, haben wir diese Strecke gesetzt. Ach, wir sitzen hier bei einer Werkstatt. Lol. Wartung. Wie sieht es denn hier aus? Ah, es sieht genauso aus. Okay. Vollständige Wiederherstellung anfangen. Was ist das denn? Ist ja nur Anfragen, ne? Kosten einer vollwertigen Wiederherstellung 270.000? What the fuck? Dein Fahrzeug wird durch eine vollständige Zerlegung und Tauschen aller abgenutzten Teile in einen makellosen Zustand gebracht. Es ist viel aufwendiger als die Herstellung eines neuen Fahrzeuges. Wow. Wobei jetzt die Frage wäre, was ist der Unterschied in Game zwischen dem und wenn ich sage, einfach alles ersetzen? Oder komme ich auf den gleichen Preis? Da könnte fast hinkommen, ne? Aber gut, mal kurz ein bisschen rechnen. 50, 65, hier haben wir auch nochmal 65. Das wären, ja nee, das wären gerade bei 170. 130. 130.000 ungefähr. Ist also die Hälfte von dem hier. Warum ist der Wert denn? Woraus setzt sich dieser Wert zusammen? Interessant. Kühlaufliger. Ah, mein LKW ist im perfekten Zustand. Ist zwar hier Auflieger, aber hey, das sind Details. Ja, im perfekten Zustand. Ne? Deswegen kostet es so viel. Na, verstehe. Okay, ja gut. Egal, wir wollten jetzt in dieser Folge mal losdüsen. Vielleicht wollen wir auch mal absichtlich ein paar Unfälle, wobei ich baue sowieso Unfälle, so dann brauche ich mir gar keine Mühe geben. Und dann gucken wir einfach mal, wo es lang geht. Okay, mal Catwind. Okay. Turn left. Get ready Unser Auflieger ist ganz schön lang. So. Ach, hier sind wir. Da hinten ist doch dieser Geheimstrecke. Ja, genau, da waren wir auch schon. Ne, hier mit diesem riesigen Waldgebiet, was ich so geil finde. Da mit dem Sägewerk. Das ist von hier bis hier. Oder? Ne, ich glaube, das war bis. Ne, bis hier. Von dem Punkt bis zu dem Punkt hier ist komplett Waldgebiet mit Klippen und anderem und dran. Super geil. Hier hast du bloß so ein paar normale Straßen, die da lang führen und dann von der normalen Straße führt dann halt dieser. Ah, ne. Hier ist eine Brücke irgendwo, war da. Genau. Hier normale Straße und da führt dann hier dieser Waldweg ab. Sehr geil. Aber haben wir auch schon im Let's Play abgefahren. Ich glaube sogar relativ früh.
Müsste also eins der früheren Folgen gewesen sein. So, mal lange machen wir ja. Da kommen wir grün, du Affe. Aha. Ach, siehst du, die Ampelschaltung haben sie auch überarbeitet. Weil das war, glaube ich, in der letzten Version schon. Ja, eben zwar schon in der letzten Version. Dass du bei so T-Stücken wie jetzt gerade Linksabbieger und Geradeausfahrer gleichzeitig grün bekommen. Das war ein bisschen spät. Ja, ein bisschen. Also ich sehe die Linie noch. Also alles im grünen Bereich. I guess. Ach, das wird jetzt schon wieder ewig hier. Oh, wie viel bekommen so viel Knete? Tja, ist das die Frage? Bei der nächsten Werkstatt holen wir uns da nur gebrauchte LKWs? Einfach mal so just for fun? Ich glaube, ich hole mal mindestens einen gebrauchten LKW. Einfach mal um zu gucken, was da so abgeht. Oh, die nächsten Folgen werden echt spannend. Mal wieder viel neuer Content, der auch wirklich das Spielerlebnis beeinflusst. Weil sowieso eins der Sachen, ne, die Fans ewig erwartet haben, so ein Gebrauchthändler. Einfach weil auch echte Firmen durchaus gebrauchte LKWs kaufen. Ne, ist ja ein riesiger Markt, dieser Gebraucht-LKW-Händler. Und das ist auch der Grund, weswegen ich gar nicht verstehe, warum sie dann nur so wenig LKWs haben. Normalerweise müsste dieser Gebrauchthändler hunderte von LKWs haben. Ha? Also ich meine, das ist keine 100 LKW oder im Reellen wären es Hunderttausende. Ha? Nur mal so als Vergleich. Dass wir keine hunderte LKWs drin haben in der Liste, ist klar. Das wäre wahrscheinlich fürs Spielen zu einfach, wenn man einfach eine zu große Auswahl hätte. Aber wenigstens, ja, wenigstens ein bisschen mehr. Weil als ich am Anfang gelesen habe mit maximal 10 LKWs, das wäre schon sehr wenig gewesen. Also, ich meine, so wie wir jetzt haben mit 17 LKWs, ist das schon ganz in Ordnung. Wobei du siehst auch da, ne, zum Beispiel kein klassischer International dabei. Das heißt, Arschkarte in dem Moment. Ja. Deswegen, ich weiß gar nicht, wo ich da den Sweet Spot setzen würde. Aber ich glaube, wenn ich sowas einstellen würde, wenn es die Einstellungsoption gibt, muss ich mal gucken, wenn ich mal dran denke. ich glaube, ich würde den Wert einfach spontan auf 50 setzen. Noch 7 Meilen. Wow, das ging ja schnell. Obwohl schon, wir waren auch schon fast richtig. Wir haben uns ja am Anfang teleportiert wegen der neuen Version. Hey, wieso turn right? Ist doch left. Was ist mit der schon wieder los? Hat die schon wieder gesoffen? Die gute? Sehen wir schon was? Ah, da ist eine Ampel. Oh, wir haben drin. Warum sagt du das denn keiner? Vorne schon die Einfahrt. Sehe ich erstmal keine. Aber weil doch da rechts sind Häuser oder was immer das ist. Ah, zumindest ist da ein Haus. Ah, das ist eine Einfahrt. Oh, das war aber perfekt. Ja, fast perfekt. Ist das ein Gebrauchter? Hä? Ach, der Grün. Das Spiel ist surrealistisch. Einfach eine Stunde warten.
meine, ist geil. Ist halt realistisch so. Aber fürs Let's Play. Es wäre mal die halbe Folge vorbei. Was? Oh, achso, neue Passage. Da hat's schon, ich bin gerade irgendwo hängen geblieben, aber. How? Ja, ich verstehe auch so sehr, wie sie das Ding hier angepriesen haben. Weiß ich gar nicht, ob es so sinnvoll ist, das hier als versteckte Karte zu machen. Weiß ich nicht. Hat aber viele Blumen hier. Mal ist das kunterbunt. Ach, übrigens, die Firma hier. Die Firma. Ist übrigens die Schirmfirma. Sagt man das so? Der Mutterkonzern über diverse Firmen, die man so kennt. Also sowohl Peterbilt als auch Kenworth gehören dazu zum Beispiel. Jetzt will ich auch gar nicht verstehen, warum es immer zwischen diesen beiden Firmen immer so Beef gibt, ja? Entweder man kann den einen mögen oder den anderen. Das ist so wie bei Fußballvereinen. Man kann nicht beides gleichzeitig lieben. Habe ich das Gefühl. Da gibt es immer Beef zwischen den Liebhabern der beiden Firmen. Der ist besser. Nein, der ist besser. Warum kann man nicht einfach beides mögen? Vor allem, weil beides zur gleichen Mutterfirma gehört. Und ich glaube, es gibt sogar europäische Firmen, die dazu gehören. Also DAF zum Beispiel ist mit dabei. Und noch irgendeine europäische Firma. Die gehören auch dazu. Also, ne, so ein paar größere Firmen. Ich glaube, sogar Mac gehört auch dazu. Ich weiß nicht. Also, halt ein paar Firmen gehören schon zu dieser Firma. Links, rechts. Weil das hier sieht bloß aus wie ein Parkbereich. Oh ja, sogar ein sehr enger Parkbereich. Hoffentlich kommen wir hier mit dem Auflieger wieder raus. Ich glaube, wir haben gerade ein bisschen Scheiße gebaut. Kommen wir nie wieder raus? Oh Gott, ist das der eng. Sollen wir das denn schaffen? Nein, ich cheate nicht. Ich fahre im echten auch so. Aber mittlerweile hat jeder LKW-Fahrer eine Drohne dabei. Oder schaffen wir locker? Jawohl, sag ich doch. Ich hatte gerade ein bisschen Angst, dass die Hitbox vielleicht größer ist als dieser Pfosten. Dann wäre es schwierig gewesen. So, erstmal schön über die Grünfläche. Yeah! Fick den Mutterboden! Was? So, müssen wir mal ein bisschen. Ich hätte viel weiter rechts fahren müssen. Ja. Und das mit diesem riesigen Auflieger. Ja, egal. Fahren wir halt ein bisschen hoch. Ein bisschen über. Ich hab dich doch gar nicht berührt. Was ist mit dir los? Warum liegst du jetzt hier? Jetzt sei mal nicht so einer. Was ein Affe. Oh, schön durch die ganzen Hecken, Alter. So muss das sein. Nieder die Natur. Yeah. Aber wer jetzt denkt, ich fahr gerade absichtlich so? Irgendwie hast du recht. Denn ich muss jetzt hier ganz außen bleiben, damit ich hier die Linkskurve wieder. Andersrum, ganz links bleiben, damit ich die Rechtskurve hier schaffe. Weil wir müssen ja da vorne irgendwie rechts rein. Oh, kommt schon wieder Laternen. Und noch ein Schilder. Wobei sieht aus, als wenn wir hier ein bisschen mehr Platz hätten. Ah, okay. Ja, doch, hier haben wir genug Platz. Easy. Da vorne ist ein Tor. Geht's da weiter? Sieht so aus. Ah ja, hier ist das Testgelände. Das kommt mir von den Bildern sehr bekannt vor. Nice. Ah, eine Tankstelle haben wir hier. Oder ist das die Werkstatt? Nee, ist Tankstelle, oder? Ja, Tankstelle. Gut, tanken müssen wir jetzt gerade nicht. Ey, wir haben jetzt sogar diverse LKWs. Geil. Hier haben wir einen Peterbilt, neueren. Noch ein Peterbilt, neueren. Gibst du nur Peterbilt oder was? Ach, guck, davon ist. What?
haben sie jetzt extra für diesen einen LKW das DAF-Modell aus dem ETS in ATS importiert. Nur für diesen einen Flex? Ich meine, kann man machen, aber. Oder stehen wenigstens mehrere rum oder so? I don't know. Wir gucken uns mal hier ein bisschen um, so als Mensch. Ja. Gucken wir mal hier, was hier so alles gibt. Ist auch wieder Peterbilt. Ich glaube, hier gibt es nur Peterbilt und DAFs, kann es sein. Nur ein DAF. Das ist gar nichts. Du existierst nicht mal. Wir gehen mal hier vorsichtig an unserem Auflieger dran vorbei. Peterbilt. Ich sehe kein Canvas. Peterbilt. Und Max sich auch nicht. Peterbilt. Ah, hier sind Canvas. Zu erkennen an dieser wunderschönen Plakette. Ah, ja, mal ein paar Canvas. Aber auch wieder ein paar. Dann wieder Peterbilt. Achso, ein Peterbilt und ein Canvas. Ah, hier ist die Teststrecke. Na, auf die werden wir gleich drauf fahren. High Speed Durability. Nice. Oh, hier raucht was. Oh, hier ist ein Zaun. Sieh da, darf ich hier lang? Ah, der ist mit sich selber beschäftigt. Oh, ja, okay, man soll hier wirklich nicht lang. Low Poly. Ja, so eine Rede hätte ich auch gerne. Hab gehört, da wird man während der Fahrt nicht müde. Okay, vielleicht gehört ein Mac doch nicht dazu. Ich dachte auch Mac gehört. Oder die haben ja einfach nur keine Modelle. Genau sein. So, dann fahren wir mal. Ja, die haben ja echt nur diesen einzigen dafür stehen. Lol. Dann fahren wir mal aufs Gelände rauf. Wo ging es rein? Nein, da ging es nicht rein. So, da hinten ging es rein. Hallo, geht mal auf? Ah, okay, geht auf. Ah, sehr nice. Oh, da hätten die Neigekurven. Oh, Alter. Die Sachen hat man ja auch aus dem einen Video gesehen. Wobei ich habe gerade das Changelog-Video noch gar nicht geguckt. Fällt mir gerade mal auf. Das habe ich zwar gesehen bei YouTube, wurde mir das da vorgeschlagen, aber ich habe es noch gar nicht reingeguckt. Lol. Das ist für ein Untergrund. Was ist das für ein Untergrund, sag mal? Dass ich da so extrem wegschlitter. Ich dachte, das ist eine Gummimatte oder sowas. Also entweder Gummimatte oder Asphalt. Aber beides ist nicht so rutschig. Sind hier auch noch diverse LKWs rum. Oh, schon geil, Alter. Oha, denn da hinten oben ein schöner Berg. Können wir mal schauen, ob wir da mit dem Auflieger raufkommen. Yeah, neige Kurve. Oh, guck mal. Der gesamte Bereich ist gar nicht im Navi zu sehen. Lol. Das ist ja interessant. Alter, das ist eine Neigung hier, ey. Holy sh. Alter, guck mal, wie der LKW geht. Hat er schon ordentliche Neigung. Da wird auch eine Straße lang. Oh, Alter. Schon krass, wie die Kamera aus ein bisschen in die Neige geht, aber nicht ganz so sehr. Dass man wirklich so dieses echte Gefühl hat, wo du. Also ein bisschen. Also krass. Yeah, fahren wir einfach mal mit 80 Meilen lang.
Aber hier gibt es jetzt erstmal nur die Schlaufe. Wo sind denn die anderen Streckenbereiche? Achso, ich glaube, du bist auf diesen inneren Ring rauffahren, ne? Weil da gab es auch noch so diese diverse Huckelstraßen und sowas alles. Ich meine, die eine Strecke da sind wir gerade ein bisschen lang gefahren. Mit den Platten da auf dem Boden. Aber eben so die anderen Streckenbereiche scheinen wir alle auf diesem inneren Ring zu sein. Ja, also hier, der äußere Ring hier wirklich nur eine ja, Highspeed-Teststrecke. Um zu sehen, wie sehr die Teile im Wind flattern. Gut, mehr als Rennen 93 mph schaffen wir scheinbar nicht. Wobei es auch schon ordentlich ist. Ich meine, es sind fast 150 km/h. Musst du auch erstmal schaffen. So, da vorne geht es auf den inneren Ring rauf. Was ist denn hier alles? Ah, kannst du einpacken üben oder so. Lol. Ich würde mal sagen, zuallererst gucken wir hier mal den Schleichweg lang. Der würde mich mal hart interessieren. Ich mag ja Schleichwege. A Parking Lot. Ganz toll Aufliegern. Werden ja auch Auflieger getestet? Ich dachte, die werden nur LKW getestet. Oder ist einfach nur random Auflieger, um die LKWs mit Auflieger zu testen. So wie wir ja gerade machen. Wir haben auch einen Auflieger drauf. Ah, okay. Ich glaube, jetzt wieder auf die Teststrecke. Aber wir sind auf den inneren Ring. Oh, was ist denn das da? Oh, ich komme mal runter. Süß. Was auch immer das jetzt, für was auch immer das sein soll. Oh, guck mal hier. Eieieiei. Da hat er nicht mal Stoßdämpfer-Test. Ich sehe gar nichts. Ah, ich sehe auch auf dem Berg rauf. Wo geht da vorne lang? Aha. Hier ist schon mal eine Wendestelle. Ja, aber hier sind echt nur Peterbilt und Canvas dabei. Also gerade Max schauen wir doch nicht dazu. Ach! Oh mein Gott! Sehr geil. Boah. Digga, richtiger Lowrider hier. Das ist schon Schnieke. Gut, ich würde mal sagen, mal gucken, ob wir hier. Wow, was ist das denn? Oh, wow, 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 wow. Interessant. Ich guck mal, ob ich hier wenden kann. Ich würde nämlich mal gerne auf den Berg rauffahren. Wobei wir das mal wahrscheinlich eher in einer manuellen Steuerung machen sollten. Ja,
Das heißt, wir fahren erstmal auf den Berg rauf. Alter, geht der hoch, Alter. Holy shit. Oh, Alter. Oh, schaut mal hier. Handbremse rein. Und dann gucken wir mal, ob wir aus der Position anfahren können. Option. Nein, wo war das Gameplay? Oh Gott, wo war das mit der Schaltung? Controller. Ach da, genau. Einfach Automatik, wir machen sequenziell. So. Wollen wir ganz kurz hier das Ding hier machen, damit ich sehe, in welchen Lack ich bin. Genau, wir sind jetzt im Neutralgang. Ganz wichtig, erstmal Handbremse drin lassen, sonst rollt zurückwärts. Würde ich jetzt einfach Handbremse rausnehmen, genau. Fängt sofort an zu rollen. Dafür wurden Handbremse gemacht, genau für solche Sachen. So, jetzt erster Gang rein. Oh. Handbremse lösen und anfahren. Oh, der schafft es ja locker. Was? Dreht er schon zu Ende? Verdammt. Oh, ich nehme mal Gang raus. So. Gucken wir mal, ob wir einen zweiten anfangen können. Als ob das kein Problem für ihn ist. Digga! Digga, bist du stark? Okay. Selbst im fünften kann er anfahren? Und was natürlich auch geht, womit aber ganz schön dein Getriebe fixt, ist natürlich, wenn du jetzt im fünften, also, ja gut, müssen wir ja jetzt die Kupplung betätigen können, aber wenn du quasi erstmal den Motor hochfahren lässt, und dann die Kupplung reingehst und dann so anfährst und dann quasi den Schwung von dem Motor mitnehmen kannst. Aber wie man sieht, brauche ich ihn nicht mal. Ich kann jetzt den 50 anfahren. Leck mich am Arsch. Gut, das ist ja natürlich auch ohne Fracht. Ne? Man muss jetzt mal gucken, wenn man hier mit Fracht lang fährt, so wie es dann aussieht. Aber ja. Ich sag mal, wenn er ohne Fracht schon im fünften anfahren kann, er schafft das mindestens im ersten Gang, selbst mit Fracht. Wir haben einfach Automatik. Also jetzt wieder runter. Oh, da unten sind zwei Platten. Süße. Sehr, sehr geil. Alter Schwede. Die Armstoßdämpfer. Länger. Warum die Gumme so eng? Nice. Gut, dann würde ich mal sagen, also, machen wir jetzt nächste Mal Feierabend. Oh, ist ja schon eine halbe Stunde.
Genau richtig. Und dann, wenn wir mal nächste Folge mal gucken, einen normalen Auftrag zu fahren. Also, halt einen richtigen Auftrag zu fahren. Und zwar gucke ich mal, ob ich diese lange Turbine Blätter, Windradblatt da bekomme. Bis dann.